Sehr gut. Mit der Angst um den Arbeitsplatz, da haben sie uns am Arsch, oder? Da kriegen sie uns, da kriegen sie uns immer. Ja? Mit der Angst. Damit können sie spielen. Das ist das Spiel der Mächtigen gegen die Ohnmächtigen. Das Spiel mit der Angst. Das nutzen so viele aus. Ja? Aber wenn sie, Kabarett ist ja auch am Ende dazu da, sie angstfrei zu machen. Und ich möchte das auch mit diesem Satz tun. Ihnen die Angst nehmen, auch hinaus in der Republik diesen Satz rufen, der Ihnen vielleicht im Leben weiterhilft. Ein Satz, den ein Kollege von mir gesagt hat, ein Freund, ein entfernter Bekannter, morgens beim Bäcker, standen wir um 7 da, beide halb verschlafen. Der Typ, das ist so ein Lebenskünstler, ich weiß nicht, ob Sie auch so einen kennen, wie in Süddeutschland sage, der schafft nichts richtig, ja, aber kommt über die Runden. Ja, früher hießen so Lebenskünstler, heute Versager, ja, ein Taugenichts. Ja. Und so einer steht neben mir und sagt morgens um 7 beim Bäcker diesen Satz, lieber faul als immer müde. Und das ist ein Satz, der doch vor jeder Schule in Stein gemeißelt stehen müsste. Ein Satz, den die heiligen drei Könige auf die Stufen, auf die Türen schreiben müssten alljährlich. Lieber faul als immer müde. Denn das Glück dieser Welt versteckt sich nicht unbedingt unter einem Büroschreibtisch. Und viele, die das ihr Leben lang erduldet haben, rufen jetzt, ja, aber Arbeit. Arbeit macht aus einem Menschen erst einen Menschen. Das mag sein, aber ein Tag am Strand oder auf dem Sofa vielleicht auch. Und das Wichtigste hierzulande, Arbeit darf keinen Spaß machen. Denn wenn die Arbeit Freude macht, dann ist es ja gar keine richtige Arbeit. Dann ist es mehr ein Hobby. Und sein Hobby zum Beruf zu machen, das ist feige. Auf Arbeit geht man hierzulande aus Pflichtgefühl, mit wenig Lust. Dann muss der Blutzuckerspiegel allein schon beim Gedanken an Montagmorgen ins dritte Untergeschoss rutschen. Ein schönes Beispiel dafür ist, dass ich mich mit dem Finanzamt regelmäßig darum streite, ob ich die tägliche Tageszeitung von der Steuer absetzen kann oder nicht. Und die argumentieren und sagen, Herr Sieber, Sie lesen das doch auch privat. Und dann sage ich, es tut mir leid, dass meine privaten Interessen mit dem beruflichen 1:1 einhergehen. Das ist nicht zu unterscheiden. Wissen Sie, das ist ein schlimmes Schicksal. Ich weiß, es ist nicht vorgesehen im System, aber so ist es. Und dann sagen Sie, dann dürfen Sie es halt auch nicht absetzen. Und seither bin ich privat sehr unpolitisch geworden. Falls Sie mich privat treffen, Sie sind enttäuscht, ich weiß es, ich habe das Goldene Blatt abonniert und verbringe meine Tage mit dem Ausmalen von Mandalas und dem Zierschnitzen von Honigmelonen. Das Elend geht schon in der Schule los. Wenn Kinder am ersten Schultag nach Hause kommen und sagen, da gehe ich nicht mehr hin, dann stimmt doch was nicht. Dass Schule keinen Spaß machen darf, das haben unsere Eltern und Großeltern schon miterlebt. Und schon da hat es nicht funktioniert. Wir lernen fürs Leben, während wir es verpassen. Arbeit nimmt unser ganzes Leben in Beschlag. Immer mehr Menschen lassen Alltagsdinge von anderen erledigen, weil man selber keine Zeit mehr hat vor lauter Arbeit. Es gibt Leute, die lassen sich Essen nach Hause liefern, weil sie nicht nur keine Zeit haben zu kochen, sondern auch keine Zeit haben, ins Restaurant zu gehen, wo andere für einen kochen. Inzwischen werden sogar eheliche Pflichten ausgelagert. Mittwochs kommt der Dieter zu uns, der befriedigt meine Frau. Ich komme nicht dazu. Früher musste man Menschen in die Fabriken hineinknüppeln, heute müsste man sie aus den Büros herausprügeln. Dabei werden nur wenige im Sterben sagen, wäre ich nur länger im Büro geblieben. Und kommen Sie mir nicht mit der Mär von den fleißigen Bienchen. Bienchen leben in Wahrheit gemütlich. Nur 20% ihrer gesamten Zeit verbringen sie mit Wabenbau und mit Nektar sammeln. Der Rest der Zeit chillt die Biene, da kifft die Biene. Da kifft sie, ja, oder dreht eine weitere Folge von Biene Maja, was weiß ich. Oder sie lungern mit den Ameisen rum. Ja, auch die Ameisen sind faul. 75% von denen arbeiten überhaupt nicht und werden von den anderen durchgefüttert. Daran könnte man sich mal ein Beispiel nehmen. Stattdessen nutzt man hierzulande selbst die Freizeit, um sich dort bei Power Yoga, Extremspinning oder im Gartenbau dem Burnout entgegen zu entspannen. Man müsste den Arbeitsfetisch der Deutschen therapieren. Stattdessen steckt man selbst ältere Arbeitslose in Qualifizierungskurse. Da werden dann Arbeitslose zum Laubbrechen abkommandiert, weil es sich gut macht im Lebenslauf, wenn man nicht faul war. Von 2014 bis 2016 habe ich 2 Jahre lang Laub gerecht. Da schnalzt doch jeder Personalchef mit der Zunge. Die Mär vom Jeder ist seines Glückes Schmied lässt sich halt leichter aufrechterhalten, wenn aus Arbeitssuchenden Versager, Schmarotzer und Parasiten werden, die einfach nur zu dumm oder zu faul sind, ihr eigenes Schicksal in die Hand zu nehmen. Wir sind ein hochentwickeltes Land, das im Geld schwimmt, aber auf die großen Fragen des Menschseins jenseits von Arbeit, Wohlstand und Autobahnausbau haben wir so gut wie keine Antworten gefunden. Es stimmt doch etwas grundsätzlich nicht, wenn das Nichtstun als abartig und der Burnout als Auszeichnung gilt. Und deshalb rufe ich den Kindern zu,
seid nicht gehorsam, widersprecht, seid nicht brav, denn wer brav ist, den belohnt die Eltern, ja, und die Lehrer, aber wer nicht brav ist, den belohnt das Leben. Und seid faul, ja, seid. Es kommen noch drei Sätze, dann bin ich fertig. Seid faul und bequem, denn wenn der Mensch faul wäre, dann wäre uns doch so viel erspart geblieben. Hätten Adam und Eva nur gesagt, kommt, wir bleiben hier liegen unterm Pflaumenbaum. Soll die Schlange die Äpfel fressen, egal. Und Gelassenheit, es braucht auch mehr Gelassenheit inzwischen. Auch ich bin inzwischen sehr gelassen. Ich weiß nicht, ob Sie das schon gespürt haben heute Abend. Ich bin inzwischen wirklich sehr gelassen. Ich fahre, wenn ich mit dem Fahrrad fahre auf dem Radweg und da parkt so ein Autofahrer auf dem Radweg, wissen Sie, da fahre ich mit meinem Radl einfach dran vorbei, ganz gelassen, hol den Schlüssel raus und fahre ihm einmal recht. Nein, bitte nein. Das mache ich nicht. Ich steche ihm die Reifen auf, aber mehr mache ich wirklich nicht. Ja. Fehlt am Ende noch die Moral von der Geschichte. Aber ganz ehrlich, dazu bin ich am Ende nicht mehr gekommen. Ja, ich lag bequem auf dem Sofa und hatte schon ein Bier auf und das goldene Blatt neben mir. Um mich dann aufzuraffen, das wäre richtig Arbeit gewesen. Feierabend. Arbeit, nerv, Arbeit, nerv, Arbeit, nerv, Arbeit, nerv, Arbeit, nerv, Arbeit, nerv. Früh aufstehen ist mehr was für dich.